meine Lichtgeschwindigkeit jetzt liefert noch kurz meine deutsche Presseschau nach. Und zwar, weil es immer weitergeht, die Evakuierung bis Tokio geht weiter. Es wird immer weiter gelogen, damit die Leute schön ruhig gehen, aber Raumverlust. Das ist wirklich brutal, was sich abspielt. Man hat jetzt also nach offiziellen Maßgaben die oberste Super-GAU-Bewertung ausgegeben. Fukushima Super-GAU wie Tschernobyl. Japan räumt verstrahlte Städte, schreibt also die Taz von Dienstag, den 12. April. Und die Taz hat sehr viel wichtige Sachen hier zu dem Thema, zum Beispiel 50 Minuten Zittern bei Stromausfall. Es sind ja weiterhin ganz, ganz starke Erdbeben. Heute war wieder ein 6,4, gestern 7,1. Die Kühlung ausgefallen, Atomunfall bei Nachbeben, fällt an der Atomruine von Fukushima der Strom aus. Reaktoren laufen ohne Kühlung, gleichzeitig evakuieren die japanischen Behörden weitere Orte. Greenpeace misst hohe Strahlenbelastung. Die Orte konnten mit 20 Millisievert im Jahr belastet sein. In Tschernobyl wurde bei 5 Millisievert geräumt. Das heißt, man hat die Leute dort Strahlen ausgesetzt, als wenn sie wirklich jede Minute eine Röntgenaufnahme haben und schlimmer. Das wird schon in kurzer Zeit zu sehr schweren Erkrankungen bei all diesen betroffenen Menschen, und zwar bei vielen tausenden Menschen, ausbrechen. Da müssen wir uns jetzt noch nicht mit beschäftigen, denn das kommt ja erst. Der Öko-Irrtum der Japaner. Wir haben heute in den Echtzeitmedien sehen können, immer wieder das gleiche Thema. Bis gestern etwa hat sozusagen ganz Japan geglaubt, Atomenergie sei eine saubere, also wir würden sagen eine grüne Energie. Öko-Irrtum der Japaner, hier schreibt die Taz auf Seite 5 heute, Ideologie, technologisch ist Japan schon lange führend bei den erneuerbaren Energien und auch die natürlichen Bedingungen sind günstig. Dennoch ist der Gesamtanteil gering. Der Grund, bis zur Katastrophe hielten Japaner die Atomkraft für grün. Artikel hier unten, warten auf das Beben von Tokai. Sicherheit, der nächste GAU droht im AKW Hamamaoka, 200 Kilometer südlich von Tokio. So, wir nehmen das also zur Kenntnis und wir nehmen auch zur Kenntnis, dass bei uns die Politik herumeiert, weil sie versucht, also die politischen Parteien versuchen nun zu gucken, wie weit ist die Öffentlichkeit wirklich beeindruckt, wie kann man die Energiewende, das Abschalten nun praktisch machen. Und da ist heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier Leitartikel Warnung vor dem Paradies von Stefan Dietrich und die Hauptüberschriften waren hier auch Japan weitet Evakuierung um Fukushima aus. Schweigeminute für 28.000 Todesopfer, das ist nun Erdbeben und Tsunami, aber wieder starkes Nachbeben und die Folgen für die havarierten Atomkraftwerke werden hier besprochen. Und dieser schlaue Herr Stefan Dietrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der kommt dann also nach vielem Für und Wider zu der unverschämten, demagogischen Aussage, dass die sogenannte alternative Energie natürlich eine Schaunummer sei, denn die ganzen, ich lese das mal kurz vor hier, niemand würde es einfallen, eine Fabrik auf die grüne Wiese zu stellen, die an mehr als 300 Tagen im Jahr stillsteht. Schon gar nicht würde man Industrieanlagen auf landwirtschaftlich nutzbare Flächen oder auf weit sichtbaren Hügeln errichten. Er begründet nicht, warum man das nicht machen würde, behauptet das einfach, und zwar, aber wenn es gewünscht wird und der Staat dafür sorgt, dass auch bei langen Stillstandzeiten eine ordentliche Rendite sicher ist, dann stehen die Investoren Schlange. So wurden schon mehr als 21.000 Windkraftanlagen auf Wiesen und Felder errichtet und so weiter, die alle nicht laufen. So, warum das so ist, das sagt er aber nicht, weil die Atomenergie noch viel höher subventioniert ist. Es sind über 200 Milliarden Steuergelder, Subventionen für die Atomenergie, wobei man die Entsorgung und den Abbau dieser Anlagen auch dem Steuerzahler
Taler auferlegt, die Überwachung, die Bewachung solcher quasi-militärischen Anlagen bis 40 Jahre nach Schluss einer solchen Anlage. Das alles überlässt man dem Atomstaat, der dadurch völlig erpressbar ist, und am Ende rechnet man dann heraus, Atomkraft sei eine günstige Kilowattstunde. Völlig hirnrissig. So, jetzt also hier zum Schluss dieses sinnlosen Stefan Dietrich-Leitartikels in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wenn der Aufbruch ins neue Zeitalter nicht schon auf halbem Wege im Morast von Enttäuschung und Protest stecken bleiben soll, dann muss die Politik aufhören, Sehnsüchte nach dem solaren Paradies zu wecken und die Warner als Dinosaurier abzustempeln. Jetzt müssen den Bürgern die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Kosten präsentiert werden. Noch eine Wende in der Energiepolitik hält das Industrieland Deutschland nämlich nicht mehr aus. So, das ist dessen Idee, der redet aber nicht von den Kosten der Atomenergie, sondern angeblich sei die Wind- und Sonnenenergie und die alternativen Sachen viel, viel zu teuer. So hier der Leitartikler der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Naja, immerhin habe ich dann hier im Feuilleton einen Artikel, der nun wirklich haargenau auf das eingeht, was ich am Wochenende zu diesem amerikanischen Pseudo-grünen Stuart Brand schon gesagt habe. Hier, ganz einseitiger Artikel, Feuilleton von dem Chaos Computer Club Sprecher Frank Krieger, der hier, wir haben Dämonen geschaffen, dann Folgendes sagt, Frank Krieger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Zitat, ohne Atomkraft werden wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, lautet das Mantra, mit dem Weiterbetrieb und Neubau von Reaktoren gerechtfertigt werden. Auch für Stuart Brand, America the Beautiful, ist dies das Kernargument seiner herablassenden Betrachtung der neuen deutschen Atomkraftablehnung. FAZ vom 9. April, genau zitiert er das hier, Brandt ist ein typischer Vertreter der Ökonuklearfreunde, die utilitaristisch Leben und Leiden aufrechnen. Mit extremem Technikoptimismus verschiebt er die Probleme der Atomtechnik und ihre Folgen auf künftige Generationen. Dieser Stuart Brand, der sich hier also für die Atomenergie ausgesprochen hat, hat all die Menschen, die jetzt in und um Fukushima ihre Heimat verlieren, ihren Raum verlieren, nicht auf seiner Rechnung. Das ist nicht das Vertrösten in die Zukunftsgeneration, sondern das ist heute. Da kann ich nur sagen, lieber Herr Brandt, machen Sie mal das Internet an, gucken Sie mal, was in Echtzeit los ist. Andreas Rieger hat hier eine Menge über Atomtechnik und Nachhaltigkeit und so weiter ausgeführt. Das ist alles bereits bekannt, trotzdem in der Zusammenfassung natürlich wichtig, dass das heute gesagt wird. Ich zitiere hier nochmal eine kurze Stelle aus diesem Beitrag. Wir haben Dämonen geschaffen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Feuilleton, Dienstag, 12. April 2011. Er schreibt, das Ergebnis ist eine Weltsicht, in der es einen klar definierten Undenkbarkeitshorizont gibt, hinter dem die nukleare Terra Incognita beginnt. Das ist das, was ich am Wannsee genannt habe. Das sind die unannehmbaren Störfälle. Die werden einfach nicht angenommen. Das ist also die Grenze. Dahinter hört die Sicherheitsüberlegung auf. Er beschreibt das so, der Reaktorkern kann einfach nicht schmelzen. Die Kettenreaktion bleibt immer kontrollierbar. Dazu dienen schließlich die vielen noch bezahlbaren Sicherheitsmaßnahmen. Hinter dem Undenkbarkeitshorizont wird nicht kartografiert. Die installierten Sicherheitsvorrichtungen dienen auch als Beruhigung, als Entschuldigung, die eigentliche Wahrheit nicht aussprechen zu müssen. Die mögliche Katastrophe bei einer Kernschmelze ist so groß, wie betrifft so viele Leben und verseucht so viel Land, dass es keine ökonomische Risikoabwägung geben kann. Gegen Reaktorunfälle gibt es demzufolge keine marktgängige Versicherung. Nuklearschäden können nicht in Tarife einkalkuliert werden. Nicht einmal bei privaten Lebensversicherungen, schon gar nicht als Haftpflicht des Betreibers. So, dazu ist hier das wunderschöne Foto, das man zeigen darf. Das ist aus einem ukrainischen Atomkraftwerk, da haben sie hier die Kontrolluhren und daneben eine Ikone und dazu ist geschrieben, wo am Ende nur noch der Glaube hilft, die Ikone in einem Trainingsgebäude eines ukrainischen Atomkraftwerks. So, ich habe den Artikel also durchstudiert,
Und zwar kommt er dann auch hier zu einem markanten Ende und sind eine ganze Menge einzelner Punkte, das wird mir dann zu lang. Kernkraft wird, auch wenn Fukushima einstmal vergessen werden sollte, als Exempel für den gescheiterten Umgang der Menschheit mit Technologien stehen, deren Risiken zu groß sind. Am Ende bleiben wir alle auf der Verantwortung sitzen, den Sicherheitsversprechen zu lange geglaubt zu haben, den Energiekonzernen zu lange freie Hand gelassen zu haben und der Politik ihren risikoignoranten Fortschritt zwar nicht rechtzeitig ausgetrieben zu haben. Und ich möchte hier auch noch herausziehen, eine Botschaft, die wirklich, wirklich wichtig ist, und zwar alles, was auch an Hochtemperaturreaktor und Kernfusion und so weiter im Spiel ist. Es sind bereits viele, viele Milliarden Steuergelder da hineingepowert worden. Über 200 Milliarden, schreibt Andreas Rieger hier, über 200 Milliarden Euro an direkten und indirekten Steuergeldern sind bisher in die deutsche Atomindustrie geflossen. Politiker glauben nur zu gern, wenn Machbarkeit versprochen wird, wenn Modernität und Zukunft greifbar werden, wenn damit Geld zu verdienen ist, wenn die Politik den schwarzen Peter der Definition des erträglichen Risikos übernimmt und die Vergesellschaftung der Kosten für die Langzeitprobleme, Atommüll, strahlende Ruinen und Unfallfolgen durchsetzt, stellt die Wirtschaft nur zu gerne die Weichen. Und für Wissenschaft und Technik reicht die Aussicht auf Umsetzung lange gehegter Träume, auf Budgets, Stellen und große Maschinen oft aus Bedenken über die Risiken der Langzeitfolgen hin anzustellen. So, das ist der Punkt. Der Leitartikler Stefan Dietrich hier sollte mal überlegen, warum die Windkraftanlagen nur zu so einem gewissen Nutzungsgrad Strom liefern dürfen. Warum? Weil die Atomenergie die Leitung nicht baut, trotz der hohen Subventionen. Wenn man 200 Milliarden, das ist eine unglaubliche Summe, investiert hätte für eine vernünftige Hochspannungsleitung, Backbones, große Leitungsverbindungen, sodass die Windenergie vom Meer, von den Wiesen wirklich zum Verbraucher kommt, dann würden wir den ganzen Atomquatsch nicht haben. Umso wahnsinniger ist, dass nicht abgeschaltet wird. Frau Merkels Sturz ist diese Skandalnummer, dass sie das alles weiß und trotzdem nicht abschaltet und Angst hat vor der Atomwirtschaft. Skandal, 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 kann ich nur sagen. Liebe Leute, Deutschland ist jetzt an der kleinen justierungshistorischen Fenstersituation, wo man nur die öffentlichen Zeichen zu geben braucht, dann wird abgeschaltet. Es muss abgeschaltet werden. So, das ist mein Kommentar von heute.